Hallo Leute und willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir haben beim letzten Mal Jacob und seine Leute hier getroffen, vor allem auch seine Tochter, die überhaupt nicht aussieht wie seine Tochter. Und zwar ist das die rothaarige Sophia, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Was haben wir denn hier Schönes? Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Das ist aber nicht nett. Warum macht man diese schöne Vase kaputt? So, gibt es hier im Lager sonst noch etwas? Nein, da hinten ist nichts. Was war hier vorne? Da habe ich doch gerade was gesehen. Sag bloß. Das können wir sowieso noch nicht öffnen, glaube ich, ne? Absperrbarriere. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladung? Ja, nutzen Sie Waffen. Ihr seid witzig. Pass mal auf. Ich glaube, das funktioniert das jetzt etwa? Okay, das funktioniert. Oh nö, jetzt gehe ich in so eine Höhle rein? Warum tue ich das? Ich wollte das doch eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt schön das Dorf erkunden, aber dann sah ich das hier. Oh nö. Bitte keine Spinnen, bitte keine Wölfe, bitte keine Bären. Also keine Bären. Bären nehme ich gerne. Können wir die Vasen wohl zerschießen? Nee. Okay. Hier noch irgendwas? Nein. Pilze haben wir genug. Da können wir durch, oder? Ich glaube, ja. Und das da gerade an der Wand, das war doch noch was. Ich dachte im ersten Moment, hey, ist das was? Und dann dachte ich so, nee, das ist nichts. Achso. Das ist etwas, was wir aber sowieso nicht mitnehmen können. Können wir hier doch nicht... Ah, nee, hier können wir doch nicht durch. Gut, dann war es das. Ich bin ein bisschen beruhigt. Denn dann möchte ich jetzt gerne das Tal erkunden. Na gut, erstmal hier noch ein bisschen rumlaufen. Okay, nur eine Vogelscheuche. Ach, das sind jetzt Leute von ihm, ne? Will ich doch zumindest mal hoffen. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Und wo ist die Sophia? Und hallo, Hühnchen. Was machen die Hühner da? Komm, für ein paar Erfahrungspunkte kann man das schon mal machen. Na toll. Toll, das habe ich jetzt echt nur für die Erfahrungspunkte gemacht. Da geht es jetzt wieder nach oben. Ja, gut. Dann schauen wir uns doch mal diese nette Hütte hier an. Was zur Hölle sind das für Geräusche? Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Alter, was ist das für eine Brille? Im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Servetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Hören die auch irgendwann mal auf zu reden oder eher nicht so? Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Oh, hallo. Oh, hallo. Schön, dass du mich auch mal bemerkst. Gut, jetzt haben sie aufgehört zu quatschen. Jetzt schaue ich mir erstmal das hier an. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen. Wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein, aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen, aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Okay, finde ich ja gut, dass der Jacob auch noch Tagebuch führt. Das alles hier schön zusammenfasst. Ja, hallo, schön, dass du mich auch bemerkst. So, wir gucken erstmal, was ist denn da noch? Hallo, Kiste? Ach so, das Pilze haben wir voll, aber diese komischen Lappen. Whatever. Ja, okay, wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten. Okay, ich könnte mir vorstellen, wenn wir mit ihm plaudern, dass wir dann bestimmt sowas wie eine Nebenmission oder so bekommen. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Jetzt quatschen die wieder. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest.
Okay, jetzt aber. Sie sind Jacobs Gast. Ja, bin ich. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Ja, ist das jetzt eine Mission? Also kann Jacob ich das jetzt irgendwie annehmen? Dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Das war eher gegenseitig. Na, wie dem auch sei, wir sind Ihnen dankbar. Wir können jedes Paar Hände gebrauchen, wenn Sie helfen wollen. Aber wir sind keine Besucher gewohnt. Okay. Gut. Merkte man, dass ihr keine Besucher gewohnt seid? Ich denke, das mit den Wachtürmen müssen wir dann sowieso machen. Oder aber die Mission startet dann erst, wenn wir tatsächlich da sind. So, ich möchte gerne nochmal hier vorne in diese schöne Hütte. Also es sieht natürlich alles ein bisschen abgewetzt und so aus, aber an sich haben die sich das ganz nett gemacht. Wir haben uns nie von den Sowjets erhofft. Ja, wem soll ich zuhören? Hilfe! Okay, ich weiß nicht, wer mich zuhören sollte. Er hat gerade gequatscht. Die quatschen immer noch. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Okay, irgendwo da draußen. Wir wussten es besser, verdammt. Bevor wir hier fertig sind, gehen wir die Nähe. Die quatschen uns hier alle voll, weißt du? Wir sind keine Besucher gewohnt. Und wenn da mal ein Besucher kommt, dann müssen wir ihn ohne Ende voll labern, oder wie? So, Moment. Da geht es weiter. Da geht es dann vermutlich nach unten. Da ist ein Eichhörnchen. Ich weiß echt nicht, was ich hier zuerst machen soll. Was habt ihr denn so zu erzählen? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Ach so, ja, ja, die ganze Zeit... Jacob sagt, wir können ihn trauen und das reicht mir. Die ganze Zeit da am Quatschen. Wenn ich vorbeikomme, nö, ich habe keine Zeit. So, dann gucken wir doch erstmal Verbündeter in der Nähe. Ach, da oben. Du wahrscheinlich, Hallo. Oder? Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Okay. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Ja, gut. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, klar, ich habe ja eh nichts zu tun. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Okay, Hirschfelle und Hartholz. Ach, die Hirschfelle haben wir schon. 3 von 4 haben wir. Und was war das andere? Hartholz, irgendwas. Ist das ein Kaninchen hier? Ja, das ist ein Kaninchen. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Weiß nicht. Langeweile? So, gut. Also, Hart, Holz, irgendwas mit Ästen. Irgendwelche Äste. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier vorne rechts weiter. Hier wird man noch bestimmt was finden. Und ein Hirschfell noch. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Ach, das ist ja süß, wie sie es erklärt hat. So, sind das wohl die besagten Bäume und Äste da hinten? Nein. Da geht es hoch, da geht es auch noch weiter. Ich weiß echt nicht, wo ich zuerst hin soll. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach erstmal hier hoch. Boah, wie cool das aussieht mit dem Wasserfall, ne? Und dann erstmal hier rüber. Da können wir einen Pfeil reinhauen. Hier gibt es nochmal was zu lesen. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her.
Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Okay, ich frage mich gerade, wenn wir hier einen Bussard oder was ähnliches finden würden. Und ich glaube, die Troller, die das hier geschrieben hat, ist doch bestimmt die, die oben bei dem Kaninchen ist, oder? Ob das dann was bringen würde, wenn wir ihr so einen Vogel bringen, ob sie dann auch schwer beeindruckt ist. So, du ziehst das jetzt wo genau hin? Erstmal hier rüber, okay. Okay, das war jetzt nicht so cool. Oder aber kannst du da jetzt hoch? Ich habe jetzt eigentlich gehofft. Pass auf, wir ziehen das nochmal und dann versuche ich mal direkt drauf zu springen, wenn das hier bei uns ist. Wow. Ja, genau, Lara. Huhuhu. Genau, genau. Und jetzt kommen wir aber nicht mehr zur anderen Seite. Was ist das da hinten? Einfach nur irgendein Fass. Okay. Ah, wir kommen... Nee, bis da hinten kommen wir aber nicht. Da kann es auch die Axt, glaube ich, nicht reinhauen. Also, was bringt mir das Ganze hier? Hier ist auch irgendwie nichts anderes, ne? Da hinten? Kann sie hier doch mit der Axt... Nein, nein, aua. Voll mit dem Kopf dagegen geknallt. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber hoffentlich, nicht in die Strömung. Optionales Herausforderungsgrab, das ist natürlich auch schön. Das ist sehr schön und da ist vermutlich der Eingang. Ja, nee. Ich möchte da jetzt... Was ist denn das da oben? Was ist denn das hier eigentlich? Schießen's mal ab. Herausforderung, Ziel. Treffen Sie alle Ziele mit einem Pfeil voll? 1 von 8? Okay. Da war aber doch gerade noch was. Oder das war nur die Sonne. Also das Grab, schön und gut, vielleicht machen wir das später, aber ich würde jetzt wirklich gerne erst den ganzen Kram hier zusammensuchen. Und wenn wir, oh Gott, wenn wir noch ein Hirschfell brauchen, kann es natürlich auch sein, dass wir dafür erstmal ein bisschen weiter weg hier vom Schuss, ach, da ist auch noch ein Kaninchen, ein bisschen weiter weg vom Schuss müssen, denn ich bezweifle, dass sie hier so in Menschennähe leben. Da ist das wahrscheinlich ganz gut, wenn wir hier erstmal hochgehen. Warum ist das hier, frage ich mich gerade. Beeren können wir nicht mitnehmen. Also ich meine, das, was da jetzt angezeigt wird, ich muss mal eben kurz auf die... Ah, Moment, Moment, Moment. Sammeln Sie... Was, was, was? Ich bin da und ich muss hier hin. Sammeln Sie Hirschfälle. Ach, die Hart... Holzäste habe ich. Okay, das heißt, ich brauche noch ein Hirschfell. Und das ist irgendwo da hinten? Okay, dann frage ich mich gerade, wo ich jetzt hingehe. Kann hier nicht auch irgendwo noch ein Hirsch rumhängen? Das wäre total schön. Ich glaube, ich bin jetzt echt falsch, ne? Ich meine, wenn das auf der Karte schon da so angezeigt wird. Nee, wisst ihr was? Dann sollte ich vermutlich nicht weitergehen. Eventuell kommen wir hier ja später nochmal hin. Dann gehe ich jetzt echt zurück. Ich hätte jetzt trotzdem nicht gedacht, dass wir dafür irgendwie zurück müssen. Kannst du dich festhalten, Lara? Geht das Ganze ein bisschen schneller? Super. Da ist nur ein Kaninchen. Da ist nur ein Eichhörnchen. So, die da drin sind immer noch am Machen und Tun. Da muss ich aber jetzt trotzdem noch mal eben kurz auf die Karte schauen. Wie komme ich da denn hin? So kann ich ranzoomen. Wie komme ich da hin, frage ich mich gerade. Da ist ein Bär. Und da ist dann tatsächlich hinten auch das Ziel. Kann ich denn doch da vorne irgendwo runter? Oder kann ich da hinten runter? Mal. Das irritiert mich jetzt echt gerade ein bisschen. Ach, da kann ich... Nee. Ach doch, hier kann ich erstmal weiter. Das ist gut. Schon wieder ein optionales Grab in der Nähe. Ja, hier nähern wir uns aber auf jeden Fall der richtigen Stelle. Das ist gut. Der Bär auf der Karte. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen.
Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, ich helfe ja schon mit. Ich bin ja gerade auf dem Weg. Okay, noch ein paar Pfeile, die wir mitnehmen können. Haben jetzt die Pfeile soweit voll. Da ist nochmal Munition. Komme ich da von hier aus hin? Nein, natürlich nicht. Ich könnte mich aber erstmal auf die andere Seite schwingen. Lara? Achso, nach oben klettern. Okay, ist wahrscheinlich auch ganz gut. Hier oben kann ich zumindest nicht vom Bären angegriffen werden. Das ist schon mal, erfreulich. Okay, die rennen jetzt in Richtung da hinten, ne? Und da hinten ist dann auch das Ziel. Ich könnte mich jetzt da noch weiter schwingen. Bin schon am Bären vorbei. Ja, hier muss doch mal irgendwo ein Hirsch sein, Mensch. Ist hier kein Hirsch? Warum nicht? Wo sind die denn alle? Oh, Munition. Haben wir voll. Ich höre hier was trippeln, aber das sind nur die Hasen. Das ist ja doof. Pass mal auf, ich gehe jetzt mal einfach runter. Das schaffst du doch, oder? Ohne Probleme. Da! Na, sieh mal eine an. Mhm. Ha, ich hab dich noch gekriegt. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ja, ein Hirschfell. Juhu! So, kehren Sie zum verbliebenen Bauarbeiter zurück. Das mache ich jetzt noch eben. Und dann widmen wir uns entweder dem Grab da vorne. Moment mal eben. Ich laufe genau auf den Bären zu. Das möchte ich echt nicht. Kannst du nicht mal irgendwie hier unten rumgehen? Und dann könnten wir, wie gesagt, noch das Herausforderungsgrab machen. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. So, hoch mit dir. Ich habe übrigens gerade auch schon wieder die Einbrüche, ne? Ich habe langsam das Gefühl, beziehungsweise ich weiß langsam, glaube ich, woran das liegt. Wow. Und zwar, wie das zusammenhängt, kann ich euch nicht sagen. Da bin ich technisch... Oh, was ist denn hier noch? Technisch nicht versiert genug, aber mir ist mal aufgefallen, dass ich das sehr häufig habe, oder eigentlich fast immer habe, wenn ich nebenbei was hochlade. Das ist mir mal so aufgefallen, denn in den letzten beiden Folgen kam ich echt super ohne die... Geht's mit hoch? Ohne die Frame-Einbrüche aus. Beziehungsweise, ja, konnte halt super so spielen, ganz normal. Und wie komme ich da... Hä? Warum bin ich überhaupt hier hochgegangen? Das war total sinnlos. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ich glaube manchmal, das liegt daran, wenn ich was hochlade. Und ich lade... gerade leider etwas hoch. Vielleicht soll ich das nicht mehr tun. Ja, Lara, genau. Du stehst genau dahinter. Bin ich ja echt ein bisschen froh, dass wir den ganzen Kram jetzt schon hatten, ne? Und nur einen Hirsch erledigen mussten. Das hat jetzt viel erspart. So, mein Lieber. Den Nachschub, den wir brauchen. Ja, klar. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Alter! Legen Sie die Ressourcen in den Korb. In welchen Korb? In diesen hier? Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Was will der denn noch alles? Und wo zur Hölle ist jetzt... Da ist dann das Hauptziel. Wo ist denn der zweite... Willst du mich verarschen? Das heißt, wir müssen den ganzen Kram dahin bringen. Da sind Wölfe. Ach, da wird auch der Hirsch angezeigt. Den ganzen Kram dahin bringen und dann wieder zurück zu ihm. Eieiei. Auf was habe ich mich da eingelassen? Aber gut, wenn Jacob sagt, wir sollen helfen, dann möchte ich natürlich sehr gerne helfen. Und dann bringen wir das jetzt noch eben dahin. Ich meine, ist ja schön, so Verbündete zu haben. Schön, dass Lara da so nett ist und ein wenig mithilft. Weil ich auch sagen muss, ich würde wirklich super gerne die Berge da und alles erkunden. Da freue ich mich schon drauf.
wenn wir dann wieder der Hauptstory folgen. Er steht da einfach nur rum, ne? Wo gehe ich jetzt am besten? Ja, einfach geradeaus, ne? Hallo. Tschüsschen. Hallo. Lass mal los. So, und hoffentlich begegnen wir nicht so vielen Wölfen. Das wäre nicht cool. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch super viel zu entdecken, ne? Ach, wie schön. Ist das denn? Nee, das ist nicht... Ist das der zweite Turm? Moment, jetzt bin ich gerade... Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ist das der zweite Turm? Wenn ja, wie kommen wir dann darüber? Da ist noch eine Hütte. Verbündeter in der Nähe. Oh Gottchen, Leute, könnt ihr euren Kram nicht alleine machen? Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Mir ist gerade eingefallen, wenn wir so einen Verbündeten anquatschen, der eine Nebenmission hat, kann man ja auch rein theoretisch... Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Nee, gerade nicht. Quatsch mich nicht voll. Dann können wir rein theoretisch immer direkt sehen, welche Belohnung es dafür gibt. Und eventuell könnte ich mir das dann alles mal anhören und anschauen, um dann zu entscheiden, ja, brauchen wir diese Belohnung wirklich? Ich frag mich immer noch... Soll denn der zweite Turm sein? Wenn das da vorne der erste Turm ist. Dann muss der... ich peil's gerade echt nicht. Ist das der zweite Turm? Kannst du da hoch? Das ist doch kein Turm hier. Ich meine... Oh... Lara, nein. Aua. Ich raff es gerade wirklich nicht. Ich bin doch voll da, oder nicht? Oder war das jetzt... Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm? Na, das muss ja irgendein Turm sein. Ich stelle mich nochmal oben hin. Bei dem es auch so einen komischen Korb gibt, wo ich den Kram reinwerfen kann, oder nicht? Wo zur Hölle ist denn der Turm? Verbündeter in der Nähe. Ja, ja, so viel ist klar. Das habe ich jetzt kapiert. Sie ist die Verbündete. Ich will diese Dinger nicht unkontrolliert im Tal haben. Ja, ist ja gut. Könntest du darüber springen? Vermutlich könntest du. Ich entferne mich immer mehr vom Turm, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich sehe keinen Turm. Außer es ist wirklich dieses Ding hier. Aber wenn es das ist, wie kommen wir da hoch? Pass mal auf. Ich das hier mal zu mir ziehe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was das bringt. Okay. Okay, hätten wir dann direkt drauf springen müssen. Ist es da hinten? Der Turm ist hier. Das ist das hier. Da unten. Da unten ist das Hirschgeweih. Hier unten ist es. Ja, endlich. Ja, sehr schön. So, und jetzt ganz fix zurück. Das können wir in dieser Folge noch machen. Ich glaube, ich habe schon wieder ein bisschen überzogen hier mit meinem ganzen Rumsuchen. Aber jetzt möchte ich wenigstens noch ganz schnell zurück. Und wir gehen auch rechts am Rand zurück. Und dann hole ich mir da meine Belohnung. Hoffentlich. Und dann mache ich nichts mehr für den Typen. Soll der doch selber machen. Steht da rum, tut nichts. Ich meine, wir können sowieso... Ach, da war noch ein Hirsch, okay. Wir können sowieso, wenn wir dann hier zur Hauptstory gehen, können wir uns hier trotzdem noch ein bisschen umschauen, weil ich habe jetzt wahrscheinlich hier oben super viel übersehen und vor allem auch super viele wichtige Sachen. Ich habe Angst vor dem Bär, der hier irgendwo in der Nähe ist. Kann ich einfach hier weiter? Ah, der ist da vermutlich in der Höhle, ne? Oh, oh.
Schnell weg hier, Lara. Den Bären habe ich gerade nicht viel Lust. So, dann bin ich gespannt. Ich habe nämlich gar nicht drauf geachtet, was wir dafür bekommen. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ja. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Okay, so. Was habe ich? Kampf? Kampf irgendwas? Das mache ich jetzt noch eben. Einmal den Blick über das Tal schweifen lassen. Das würde ich ja gerne noch sehen. Hallo. 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 Mit dir können wir auch noch quatschen. Ja gut, so beeindruckend ist das jetzt nicht, ne? Ist ganz schön. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Hatte ich ein bisschen Angst, dass er runterfällt. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.